Resistance and all. Kommen jetzt die Spinne. Das ist zwar ein kannst du Portal, schon mal ne? Portal machen? Ja. Oh, okay. Die hasst mich. Ich wollte gerade sagen, solange ich Mana zurückkriege, treffe ich sie. Aha. Ja, der Chaos der Welt, ey. Hilf mal dein Leben. Gott nochmal. Ja, haben wir jetzt auch die Map, ne? Geil, ey. Die könnte wirklich was Gutes droppen dann mit den Modifiern. Also, können wir gerne noch weitermachen. Warte, er ist identifying. Wenn Freeze-Off ist, haben wir keine Chance. Oh, okay. Ah, das Energy Shield weggeschootet. Das ist ein Bow. Oh. So ein weißen Bow, ne? Mhm, ja. Ich sehe sechs, den nicht. Sechs erkühlt. Ich hab den genommen, alles gut. Den konntest du nicht nehmen, die Waffe so, nicht. Okay. Ja, nee, weil wir gerade drüber gesprochen haben und direkt gedroppt haben, ne? Ja. Ist das ein weißer Iron Ring? Nein. Steel Ring wäre jetzt nice. Schön um die Ecke gekehrt. Aber hier war's so, oder? Oder nee, kam nee, jetzt nee. Nicht? Also kurz vielleicht, wenn überhaupt, aber. Uff. Die Sonne geht hoch. Oh, was ist da los? Ja, okay, Dreckkiste. Ja, ich probiere die noch zu Ende zu spielen. Ne. Okay, was wäre gedroppt? Eine T6 Toxic nochmal mit. Wenig konnte die. Maske, okay, es wurde scheiße gedroppt, aber abgesehen von der Map, Sixture Map. Ja, schade. Aber irgendwie wieder so. Materium, Granate on Death. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, da musst du das hier verkaufen irgendwo. Ja. Weil ich ins Komplett hab. Dankeschön. Jo. War da auch wenigstens dafür worth jetzt schon mal. Ist ja schon mal gut, wenn ich dann noch mehr Damage krieg. Ja, das auf jeden Fall. Bo-Builds, okay, ne, mit gut. Damage ist ja alles bei Bo. Du musst sie ja nicht sehen, um sie zu töten. Eins da hinten steht der Boss. Ich weiß nicht, ob der Damage kriegt, aber ich schieß mal hin. Ich sehe dir, solange ich sehe, dass mein Mana sich wieder auffüllt, ne? Dann weiß ich, dass sein Gegner ist. Weil Mana und Life Leech. Stimmt. Das ist also quasi indirektes Sehen. Du weißt, dass du was triffst. Indirektes Sehen. Und wenn direkt kommt, ich hab keinen Mana mehr, dann weißt du, okay, ist clear. I have no Mana. For this. I'm not the beast of burden. So, was haben wir denn? Könnte ich. Aus Socketed Bow Gems. Weiß ich nicht, ob das bei iShot auch so stark ist wie bei Toxic Rain. Das ist ja schon mal eine Alternative, die Essence. Fire Pen, Lightning Pen. Trash. Trash. Oh, Fist Damage. Fish Damage. Fist Damage. Oh, Crit Chance. Oh. Geil. Okay. Einmal Crit. Einmal Fizz. Okay. Ist halt so oder so sehr schwierig. Ich muss ja irgendwie gerade über meine 709 DPS kommen, die mein Bogen hat.
Ah, ich glaube, wenn ich da rüberkomme, dann kann ich den auch schon wieder für ein paar Chaos verkaufen zurzeit. Boah, den Six Socket, wenn ich da einen guten Craft drauf kriege. Boah, das wäre so geil. 2 to 6 Cold Damage. Boah, danke, Junge. Bockt ja mal gar nicht. Ja, okay, und dann kommt so, ja, Yasin, eine Triple Res. Also der hat literally das, was die Essenz gegeben hat. Das hier, plus eine auf Bow Gems. Und danach nur Scheiße. Okay. Hm. Könnte so unlucky sein. Habe ich noch irgendwelche Essenzen? Ist die jetzt in die Curse? Lamb Ability, ja. Nicht Flame. Lamb Ability. Es no reservation if cast as an aura. Sing. Kostet 30 Chaos gerade. Was ist, wenn ich nicht das nehme? Ich habe für dich übrigens noch diese S. Komm mal eben rüber. Die kannst du ja auch irgendwo drauf craften. Vielleicht bisher Lucky Bounce. Oh ja, das sieht gut aus. Wenn ich gleich mal wieder eine Armo. Nee, nicht eine Armo, wenn ich was anderes finde. Müssen jetzt nur Lucky sein, Tom. Einfach nur Lucky sein. 30C. Ich brauche halt wirklich nur 15 und 30C und ich mache wahrscheinlich mehr als das Doppelte an Damage gerade. Und dann nochmal 4 Divine. Dann mache ich mehr als das Dreifache an Damage. Nochmal 4 Divine. Ja, dann nochmal, also 3 Divine jetzt nochmal im Prinzip. Das ist jetzt auch nicht viel eigentlich, wenn man mal unsere letzte Season anguckt. Zumindest in der Theorie. So, dann wollte ich jetzt mal Damage-Testing machen. Wenn ich es rausnehme. Gucken. Nur mal. 30k DPS. 33, siehst du, es ist weniger. Spell-Damage. Also sowas wie, na, nur damit du Bescheid weißt, ne? Increased Spell-Damage bringt nichts zu Righteous Fire, weil Righteous Fire da steht nicht, also es ist kein Spell selber. Ne? Das heißt, alles, was Spell Damage hat, bringt mir im Prinzip 0 Damage. Chillig. Oh, das ist aber normal. Weil sonst wäre Righteous Fire komplett busted. Da könntest du Werte craften, die wären jenseits von Gut und Böse, denke ich mal. Okay, dann. Next Step nochmal gucken. Einmal dein 20er Stack rausnehmen und nochmal upgraden. Oh. Wo ist die Armor? Da ist die Armor. Oh. Mann, oh. Und da muss ich nur noch 6 linken. Ich meine, das geht ja easy. Zack, zarack ist das. Senken ist das fertig im Prinzip. Oh, Kira hat eine neue Mission für mich, ich muss gleich mal gucken. Was sind die Leoten noch? Ist denn. Gerade.
Oh, am Ende der Map wieder einen Schrein, wer kennt's nicht, ne? Nein, jetzt bin ich im Breach gestorben, im Mirror. Ah, ärgerlich. Ah, das war's jetzt. Kann ich jetzt schon mal beenden. Diviners Delirium Orb. Aha. Was ist denn der Diviner Delirium Orb? Der gibt dir Restkick auf eine Map, damit die zu einer Delirium-Map. Und gibt dir 20% auf Divine-Karten. Ach, ah. Divination, glaube ich. Ja, da müsste ja ein Symbol dazu sein, oder? Divine, ja, Divination-Karten, ja. Okay, krass. Ganze Delirium Map mit Division Cards, also mit extra Division Cards, müsste schon ballern, oder? Ja, ja. Also ich habe es ja auch ausprobiert letzte Season, auch mit Currency, das lohnt sich nur bei so 100% Quantity Maps mit Rare Monstern und sowas allem und dann Sacrifice am besten noch mit reinpacken als zusätzliche Quantity. Und dann musst du das auch noch stacken. Das heißt, du machst 5 Stück davon auf einen Map. Dann hast du 100%. Dann lohnt sich das. Weil, wenn du dann 100% mehr Divination-Karten hast, dann hast du zum Beispiel statt, dass die Map 2 droppt, wie üblicherweise, halt auch nur 4 noch. Mhm. Und dann lohnt sich das auch wiederum, nur weil es damals extrem teuer war, habe ich das nur auf den Maps gemacht, die halt auch Mirror droppen. Ich hab halt keine einzige Karte bekommen und ich hab 200 Chaos rausgeworfen, also ich keinen Bock mehr. Weil halt gar keine Divination-Karten kamen, die gut waren. Okay. Das ist natürlich sad. Das kann bei dir auch komplett anders sein, ne? Das ist halt immer so ein Ding. Mirror kann ja immer droppen. Unter jedem umgedrehten Stein. Wäre witzig, bin ich ehrlich. Weiß ich zwar nicht, was ich damit machen soll, aber wäre witzig. Das wäre echt so. Wie wenn du eine Milliarde bekommen würdest, ich wüsste, wäre total überfordert. Ja, so, ich würde ja, okay, erstmal Bild bauen, also gutes Leben bauen und danach, was machst du mit den anderen 998 Millionen? Ah. Selbst wenn du eine fette Villa, fettes Brot und Co. kaufst, das müsstest du schon wirklich verbrennen, das Geld, damit du wirklich. Ah, also absichtlich unvorsichtig rangehen. Absichtlich burnen, weißt du, dann geht's vielleicht, ja, aber. Wahrscheinlich hart Drogen nehmen, so, damit du halt so genauso Abschiebdingen machst wie die anderen. Absturz. Aber wofür? Ja, nur damit du das Geld irgendwie verbrennen kannst. Ja, das reicht ja nicht, du kannst ja nicht so viele Drogen, also so teure Drogen gibt's halt einfach nicht. Ja, ich weiß nicht, also wenn du komplett in einem Rausch bist und die ganze Zeit guckst und Nutten und alles, na, dann kriegst du es glaube ich schon irgendwie hin, dass du das halt in einem Jahr oder so, ach, weiß ich nicht, im Jahr schon echt verdammt viel. Wetten, doch, da sind wir gar nicht drauf gekommen, Spielwetten und so. Ja, machst du ja wahrscheinlich auch, wenn du guckst nochmal. Dann geht das auf jeden Fall. Gar nicht so gedacht. Vielleicht brauchst du auch was anderes als Spielwetten. Viel teure Sachen. Ich will das jetzt hier wegen TOS nicht ansprechen. Ah. Ja, man kann sich jetzt schon denken, in welche Richtung das geht. Ja. Ah, es gibt da viele Richtungen, in die das gehen kann. Aber ja, besser ist. Besser ist. Ich hab ne Map offen, wird übel wehtun. Das ist ein verhasster Deodor oder wie es heißt.
Das müsste das sein, gegen die Blitzfalten. Falls du sie schaffst und wir den Boss noch nicht haben, ich bin dabei. Kann sie ja schon mal ein bisschen anschneiden. Ich versuche zwar Level abzugeben, aber aktuell gestaltet sich das manchmal schwerer als gedacht. Melvin ist auch mit dabei. Oh, ich kann sie aber mache trotzdem dicken Damage. Ja, komm mal vorbei. Kommen? Ja, okay. Schnell, meine Tower töten sie. Blade, ich bin gleich da. Ja. Okay, jetzt bin ich tot, weil ich keine Pots mehr hatte, um rumzulaufen im Pool. Soll ich warten? Sonst bleib einfach liegen. Ja, sonst bleib einfach gleich liegen. Nee, ich hab ja das feierlich an. Regeneriere ich so viel. Da musst du mich mit One-Shotten. Let's, Junge. Gut. One-Shotten müsste sie sich da. Challenges haben wir mittlerweile. 5 von 40. Ach, als nächstes kommen Boots. Ah, Chaos Orb Boots. Achso, das heißt aber als Chaos Orb. Die Skins. Chaos Born. Wer wird aus dann Tier 2? Okay. So, ein neues Glück. Ah, schade. Ja, dann gucken wir doch mal rein, ne? Wie? Was ist das denn? Okay, ich muss... Sobald wir Refund Points kriegen, den extra Damage runternehmen. Oder habe ich irgendwie Defense reingeschissen? Hey, ich habe ja kein Cold Press, okay. Puh, muss ich das gleich wieder drauf craften? Wenn ich jetzt nochmal drauf gehe. Ja, schlimm. Wie die Arena schon? Ich glaube noch nicht, oder? Komm mal zu mir. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Plateau? Ja, ich komme. Schnell aus meiner Map. Better safe than sorry. Sled. Ich will, dass es... Nein, wir sind schon im Bossraum. Ja, die hatten wir schon. Okay. Aber kann man ja eben. So. Und so. Und da du ja Dingens sammelst, hier bitte. Ja. Schade, das ist nicht der gute. Ui. Brauchst du nicht Life Rack und Res? Ja. Ist das da was für dich? 15 viel? Was ist denn das für eine Tier? Nee. 15 ist nicht viel. Soost. Okay. Ich hab gleich eine neue Map für uns, für T4. Die hat man nochmal genädigt. Was hat die denn für Rest?
Hätte halt ein bisschen mehr Cold Wrist, aber die hat auch Cold. Cold. Boah, okay. Krass. Nee, dann muss ich das so drauf craften jetzt, Cold Wrist. Habe ich gerade so oft auf der Map umgebracht. Will ich was drauf craften? Nee, der hätte mich auch gut hat. Hier. Ja. Cold Resistance. 28, so wie ein High Roll gekriegt. Danke. Gehen wir nur noch, keine Ahnung, 9%. Ich würde hier die Lightning Rest wieder runternehmen, daraus Cold Rest machen. Ja. Hab einfach 199% Overcap Fire Rest. Das sind aber auch 199 Leben pro Sekunde mehr. So, Kirak. So ein Kirak. Incomplete. Was machen wir die doch? Lieber Tier 5, ah, der hat ja eh nur Tier 5 Missionen für mich. Nehmen wir die doch. Was muss man denn da machen? Open the Breaches. Ja, gerne. Ist das Reflected oder so? Was? Nee. Glück gehabt. Ist gleich ab. Was ab? Okay. Nice. Voll in die Frazy. Oh, Imperial Bow. Und. Yep. Achso. Ja, das ist hier für die Füßsammlung. Okay. So, was können die neuen Bögen? Nix und. Cool. Nichts. Und nix. Schön. Einfach. Okay, das hier ist viel Lifehack. Oh, okay. Oh, nice. Fire Damage, Evasion Rating, Mana, Energy Shield, Fire und Lightning Rest. Gar nichts mal so sehr bad. Sehr aber der hat nicht so viel wie deine Ringe an Rest. Der muss ja nur mehr Lightning haben als einer von denen. 20 und nochmal 14 All-Rest. Der ist ja unübertrumpfbar, der Ringe, ey. What the fuck? Also Resistenzen sind die Ringe schon strong. So, warte, ich könnte ja auch was drauf craften. Achso, aber das kann ich natürlich nicht bei dir. So. Da increased movement speed. Nee. Fire, cold. Dann mache ich noch
Bolt und Lightning. Und da im Prinzip alle Resistenzen drin. Auf den Ring was drauf craften. Aber keine Refs. Das ist natürlich antiklimatisch. Damit würde ich halt 20, 35%, 45% Cold Rest verlieren. Oh, Alter, die Ringe, die, ich kann die nicht austauschen, das geht nicht. Crazy. So, alles mein Plan. Einfach zu gute Sauron. Ringe geben, dann kann ich die nicht austauschen. Guten alten Sauron-Move. Die hatten damals auch ganz viel Rest. Damals in Herr der Ringe. Früher. So, eine Unbekannte habe ich noch, aber ich mache das jetzt alles mal ein bisschen anders. Ich fahre meine Gilde noch. Was ist das denn? Aus dem Breach kam so ein Bossmonster mit so eine Riesenspinne und die hatte Berserker oder so und die hat halt diese Blitze gemacht, nur halt ding. Ich war direkt tot. Also diese Blitze, die so übel wehtun einfach. Okay. Jetzt weg. Jetzt kann ich ja ganz entspannt in die Map gehen, ne? Was fragst du denn der Gilde noch? Die fehlende Maps an uns. Die 3 haben wir fertig. 4 brauchen wir Tower. Ich mach grad noch eine, ne? Extra Extraction Point, Exclamation Mark. Oh. Was denn? Erstens ist nur einer on und. Ja, okay. Der wird die nicht haben. Ist klar. Ist auch geklärt. Wer geht denn bitte schön um 2 Uhr schon ins Bett? Oh. Was denn? An einem Samstag, weiß ich auch nicht. Hast du ein paar Items gesehen? Vielleicht? Meinst du? Achso, nee. Nee, nee. Okay. Die Stats, die ich brauche, nur halt für Zauberstäbe. Für Zepter. 40% Increased Elemental Damage hätte ich auch gerne, oder Burning. Ach, Cold. Aber halt nicht auf dem Zepter. Komm, ich mach mal was Riskiges. Muss mir mal bei der Map hier helfen. Wir haben nur noch 2 Portale. Gleich. Mein Bogen ist gerade in Bearbeitung. Okay. Dann machen wir meine 6-Link-Rüstung.